Hinter unseren großen Sendern steht der große Staat sozusagen, steht Putin und sein Clan. Und da sind keine Medien, da sind Propagandamittel, was Fernsehen betrifft. Es gibt natürlich Freiheitszonen, einige Radiosender. Es gibt ja natürlich auch Internet, Facebook, Telegram-Kanäle. Und die werden jetzt zu der Kommunikation, insbesondere bei den jungen Leuten. Und da haben wir so eine Kluft zwischen der jungen Generation und der älteren. Sie haben quasi unterschiedliche Informationsquellen. Ja, und es ist, dann kommt natürlich dazu, die Debatte in Deutschland ist ja auch bekannt, dass die gesagt wird, aus Russland hört man sehr viel Negatives und die russischen Medien berichten sehr negativ über den Westen, diese Staatsmedien, dass es ja vielleicht das Gleiche ist. Man redet halt schlecht übereinander und da muss ich natürlich auch immer eine Lanze brechen für die deutschen Journalisten, die ich besonders in Russland kenne, die natürlich, leider sind halt Bad News meistens interessanter für die Leser, aber die berichten sehr ausgewogen und durchaus auch mal kritisch in beide Richtungen, was praktisch passiert. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, das ist manchmal werden sogar, wie Professor Galina Michailova oder manchmal sogar ich, eingeladen, auch ins Staatsfernsehen an Diskussionen teilzunehmen in Russland. Aber da geht es eigentlich mehr darum, einen schwachen, liberalen, oppositionellen oder Ausländer auch mal zu zeigen, aber vor allem zu zeigen, dass die anderen Recht haben und die dürfen dann lauter schreien, die kriegen mehr Zeit. Die werden praktisch umrandet von anderen Berichten. Also das heißt, man wird ja auch unterbrochen und beschimpft. Ja, deswegen ist natürlich die Medienfreiheit sehr schlimm eingegrenzt in Russland. Und außerdem, Russland ist ein sehr großes Land und ein sehr vielfältiges Land. Es ist nicht leicht sogar für die Russen, über das ganze Land zu schreiben und für die Deutschen sowieso. Irgendwo hin nach Wladiwostok zu kommen, ist überhaupt nicht leicht. Da fliegt man 8 Stunden hin und die Zeitverschiebung sind 8 Stunden. Und das entsprechend schwierig ist es dann für einen Journalisten, der über Putin berichten muss, was gerade in Moskau passiert, eine Geschichte in Wladiwostok schreiben zu können überhaupt.